Polizei verhindert Straßenschlacht am Hamborner Altmarkt. Ausnahmezustand im Duisburger Norden. Am Hamborner Altmarkt sind am Dienstagabend zwei Gruppen von jeweils bis zu 30 Leuten mit Eisenstangen und Macheten aufeinander losgegangen. Die Polizei konnte noch so gerade eine Straßenschlacht verhindern. Die Polizisten haben 50 Randalierer mit zur Wache genommen. Die Hintergründe sind bislang unklar. Ja, wir bekamen rund um 20 Uhr mehrere Anrufe von Anwohnern, die schilderten, dass sich hier Personen sammeln, offenbar um sich gegenseitig zu verprügeln. Die Polizei ist mit einem ziemlich großen Aufgebot schnell vor Ort gewesen. Und wir haben dann insgesamt 50 Personen, das waren so zwei Gruppen, etwa 20 bis 30 Personen stark, die sich da gegenseitig an die Wäsche wollten. Die haben wir mitgenommen zur Wache, haben Personalien festgestellt, erkennungsdienstlich behandelt. Und 20 waren derart aggressiv, dass wir zur Verhinderung weiterer Straftaten uns entschlossen haben, die in der Nacht bei uns ihre Gemüter ein bisschen abkühlen zu lassen. Die beteiligten Personen waren unterschiedlicher Herkunft. Unter ihnen seien unter anderem Türken, Libanesen und Deutsche gewesen, sagte ein Sprecher unserer Redaktion. Bei der Auseinandersetzung wurde ein Beamter verletzt. Anwohner im Stadtteil Hamborn hatten die Polizei alarmiert, nachdem sich die Konfliktparteien dort gesammelt hatten. Schon in der Nacht zuvor und in der vergangenen Woche seien mehrere Personen in der Gegend aufeinander getroffen. Ein möglicher Zusammenhang werde derzeit geprüft. A40-Brücke. Einbindungsfrist noch bis zum 27. April. Noch insgesamt 4 Wochen haben die Duisburger Zeit, ihre Einwände gegen die Neubaupläne der A40 Rheinbrücke Neuenkamp einzureichen. Die Frist dafür endet am 27. April. Einen Monat lang haben die Pläne öffentlich ausgelegen, unter anderem im Stadthaus in der Innenstadt. Die marode Rheinbrücke soll durch einen 800 Millionen Euro teuren Neubau ersetzt werden. Das stößt nicht bei allen auf positive Resonanz. Der ADFC Duisburg fordert so beispielsweise breitere Radwege. Duisport weiter auf Wachstumskurs. Die Duisburger Hafen AG hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 250 Millionen Euro erzielt. Das ist eine Steigerung um 9% bzw. 20 Millionen Euro gegenüber dem Umsatz von 230 Millionen Euro im Jahr 2016. Das operative Ergebnis verbesserte sich um 2% auf 41 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern wurde um 16% auf 22 Millionen Euro gesteigert. Im Jahr 2016 lag dies noch bei 19 Millionen Euro. Duisport hat zudem seine bisherigen Geschäftsfelder durch den Erwerb des Speditionsunternehmens Bohnenlogistik ergänzt. Der Gesamtgüterumschlag einschließlich der privaten Werkshäfen betrug 130,6 Millionen Tonnen. Im Jahr 2016 erzielte das Unternehmen 133,1 Millionen Tonnen. Das ist ein Rückgang um 1,9%. Der Güterumschlag per Schiff ging aufgrund des rückläufigen Kohleumschlags von 16,2 auf 15,7 Millionen Tonnen zurück. Der Eisenbahnverkehr erzielte vor allem durch die China-Züge gegenüber dem Geschäftsjahr 2016 ein Plus von 6,8% auf 18,8 Millionen Tonnen. Weniger Gläubige in Duisburg. 6 Kirchen droht das aus. Die katholische Kirche muss sparen und somit könnten auch in Duisburg mehrere Gemeinden dem Sparzwang zum Opfer fallen. Die einzelnen Pfarrgemeinden haben in den vergangenen beiden Jahren Konzepte für die Zukunft entworfen. Betroffen wäre die Pfarrgemeinde St. Judas Thaddäus mit seinen 6 Kirchengemeinden. Bis zum Jahr 2030 sollen die Kosten in den Pfarreien um die Hälfte gesenkt werden. Die Zahl der Katholiken ist erheblich zurückgegangen, die Zahl der Gottesdienstbesucher noch viel stärker. 1980 gab es hier noch rund 38.000 Menschen katholischen Glaubens. Die Prognose für das Jahr 2030 geht nur noch von 22.000 aus. Frauenerwerbstätigkeit in Duisburg. Zum Zeitpunkt des 30. Juni 2017 waren in Duisburg über 171.000 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter 70.337 Frauen. Das entspricht einem Anteil von 41,1%. Damit ist die Beschäftigung von Frauen in Duisburg zwar auf Wachstumskurs, liegt aber noch niedriger als im Nordrhein-Westfalen-Schnitt mit 45,2%. Die meisten Frauen arbeiten in den Bereichen des Gesundheitswesens,
im Einzelhandel und in der Verwaltung. Demnach dominieren bei der Berufswahl nach traditionellem Rollen- und Berufsbild die Büro-, medizinischen, Verkaufs- und sozialen Berufe. In den letzten 20 Jahren sind Änderungen im Erwerbsverhalten von Frauen erkennbar. So nehmen die meisten Berufsrückkehrerinnen nach einer Familienphase deutlich früher wieder die Berufstätigkeit auf. Auch das Interesse an einer beruflichen Neuorientierung zeigt sich häufiger. Mitmachen beim 9. Jugendlandtag NRW. Vom 28. bis zum 30. Juni 2018 wird in der Landeshauptstadt Düsseldorf der nächste Jugendlandtag Nordrhein-Westfalen stattfinden. Der Landtag NRW möchte so Jugendlichen die Möglichkeit bieten, Politik und Demokratie aus nächster Nähe zu erleben. Jugendliche im Alter zwischen 16 bis 20 Jahren können beim Jugendlandtag Rainer Bischoff im Parlament 3 Tage lang vertreten. Bewerben können sich Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende oder junge Berufstätige. Seit 2008 findet der 3-tägige Jugendlandtag im Düsseldorfer Parlament statt. Dabei werden die parlamentarischen Abläufe von Fraktionssitzungen über Ausschusssitzungen bis hin zur Plenarsitzung nachgestellt. Bislang konnten schon rund 2000 Jugendliche in die Rolle der Abgeordneten schlüpfen und den Arbeitsalltag eines Politikers erleben. Ziel des Ganzen ist es, über die parlamentarische Arbeit zu informieren und die Jugend zum politischen Engagement zu bringen. Bewerbungsschluss ist der 9. April. Kultur- und Stadthistorisches Museum zeigt Mercators Wanderkarte von Europa. Zu einem besonderen Rundgang durch die Schatzkammer lädt das Kultur- und Stadthistorische Museum am Karfreitag, den 30. März um 14 Uhr am Johannes-Corputius-Platz 1 in Duisburg-Mitte ein. Im Mittelpunkt dieser Sonderführung wird Gerhard Mercators Wandkarte von Europa stehen. Etwa 4 Jahre Arbeit hat Mercator in dieses Werk gesteckt. Begonnen hatte er in Löwen bei Belgien und konnte sein Werk 1554 in Duisburg fertigstellen. Mehr als 8000 Koordinaten musste er nachrechnen und verbessern. So gelang es ihm schließlich als erstem, die europäischen Länder korrekt darzustellen. Der Eintritt zur Sonderführung beträgt für Erwachsene 4,50 Euro, ermäßigt 2 Euro. 10-Jahres-Bilanz, Daten zur Natur. Naturschutzmaßnahmen wirken sich positiv auf die Artenvielfalt in Nordrhein-Westfalen aus. Dies zeige die aktuelle Zusammenstellung Daten zur Natur NRW, die das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen vorgelegt hat. Der Bericht Daten zur Natur fasst die Daten bis zum Jahr 2016 zusammen. Aufgezeichnet wird, wie sich die Natur in Nordrhein-Westfalen nach 10 Jahren entwickelt hat. Erstmals und zuletzt vorgelegt wurde die Statistik zur Natur im Jahre 2005. Einen positiven Entwicklungstrend würden naturnahe Waldlebensräume zeigen. Die Auswertung belege zudem, dass durch die Verbesserung von Lebensräumen oder durch konkrete Wiederansiedlungen sich einstmals in Nordrhein-Westfalen vom Aussterben bedrohte oder bereits ausgestorbene Arten wieder angesiedelt haben. Heute war es weitestgehend verregnet und kalt. Mit Temperaturen von bis zu 10 Grad blieb das Wetter eher ungemütlich. Morgen wird es dann wieder freundlicher. Die Sonne zeigt sich für mehrere Stunden. Nur das Thermometer bleibt unverändert bei 10 Grad. An Karfreitag wird es dann richtig schön und wer kann, sollte den Feiertag im Freien verbringen. Es wird sonnig und das Thermometer klettert auf bis zu angenehme 14 Grad. Am Samstag zeigt sich ein ähnliches Wetterbild. Die Sonne zeigt sich für ein paar Stunden und es erreichen uns Temperaturen von 5 bis 11 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl. Autofahrer, nehmen Sie den Fuß vom Gas. Auch morgen sind die Ordnungshüter im Einsatz und messen die Geschwindigkeit. Blitzer stehen unter anderem auf der Buscher Straße in Großenbaum und in Rheinhausen-Mitte auf der Franz-Schubert-Straße. Außerdem behindern Baustellen die freie Fahrt. In Homberg wird die Fahrbahn der Straße in den Häsen nach Kanalbauarbeiten erneuert. Die Maßnahme wird als Wanderbaustelle durchgeführt. Bis zur jeweiligen Baustelle ist die Straße von beiden Seiten als Sackgasse befahrbar. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis Ende April gehen. Umleitungen sind ausgeschildert. Und auf der Bismarckstraße wird ebenfalls die Straße erneuert. Hier wird die Bismarckstraße in Richtung Pappenstraße nur einspurig befahrbar sein und somit als Einbahnstraße ausgeschildert. Die Bauarbeiten werden hier voraussichtlich bis Anfang Juni dauern. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.